So, hallo meine Freunde. Heute geht es um das Thema Audi R6 4B als Limousine. Relativ selten. Ich hatte ja früher selber R6 als Avant. Habe ich damals auf Schaltgetriebe umgebaut, damals so 600 PS, 1000 Newtonmeter. Das Auto habe ich dann irgendwann verkauft und mir ist irgendwann diese R6 Limousine in die Hände gefallen und habe gesagt, yo, als Limousine sehr selten den kaufst du. Plan war, das Auto auf Schaltgetriebe umzubauen. Deswegen habe ich ihn überhaupt gekauft. Das Auto ist original blau. Ich weiß nicht, man sieht es, glaube ich, hier unter der Haube. Ja, hier sieht man dieses Blau. Und den habe ich folieren lassen in einer gebürsteten Folie. Nur mal so schon mal als Info. Aber darum geht es erstmal noch gar nicht. Und zwar, wie gesagt, wollte ich das Auto ursprünglich auf Schaltwagen umbauen. Dann sind aber so viele Projekte dazwischen gekommen, sodass ich mir dann überlegt habe, und das Auto fuhr sehr gut mit dem Schaltgetriebe, mit dem Automatikgetriebe, und habe überlegt, das Auto zu verkaufen. Ja, wie das so ist, beim Verkauf ist das Getriebe kaputt gegangen. Also nichts mit verkaufen, sondern dann hieß es Motorgetriebe raus und was machen. So, und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das Auto euch mal als Projekt anzubieten, weil dann gibt es etliche Möglichkeiten, an dem Auto was zu machen. Weil wenn ich es jetzt einfach nur verkaufen wollen würde, oder was ich auch gerne machen würde, ist, das Auto einfach wieder zusammenzubauen. Das Automatikgetriebe ist frisch überholt, Turbolader sind frisch überholt, da kommen wir gleich zu, der Motor ist tiptop. Also eigentlich einbauen, 650 PS fahren auf Automatikgetriebe und die Karre geht so weg. Aber man könnte aus dem Auto was Schönes machen, und zwar wieder einen Schalterumbau machen. So, wenn man ihn auf Schalter umbaut, könnte man noch größere Lader fahren. Man kann verschiedene Schaltgetriebe fahren, auch mit der Übersetzung spielen. Also, wenn jemand grundsätzlich Interesse hat an einer R6 Limousine, Baujahr 2003, Auto ist zweite Hand, 124.000 Kilometer gelaufen, original blau, helle Innenausstattung mit Carbon, großes RNS drin, KW Variante 3 Fahrwerk, Wagner Ladeluftkühler, Audi R6 Plus Auspuffanlage, zur Leistung kommen wir gleich noch so ein bisschen. Wie gesagt, wenn jemand Interesse an diesem Auto hat, mich anschreiben, kann natürlich auch anschreiben, wer den als Automatik haben will. Aber wie gesagt, ich will jetzt noch mal so 2 Wochen warten, dann könnte jemand das Auto als Projekt übernehmen und sich im Prinzip aussuchen, wo wir leistungsmäßig hinkommen und wo wir auch getriebemäßig hinkommen, Schalter oder Automatik. Also, wie gesagt, schönes Auto, nur ein Auto zu viel. Ich habe genug Autos und deswegen werde ich mich von dem Kollegen hier trennen. Wie gesagt, schönes, sauberes Auto, Limousine, sehr, sehr, sehr selten. Foliert, Originalräder, gute Reifen. Ja, wer da genauere Infos haben will, mich einfach anschreiben, dann gibt es Infos dazu. Wichtig, wie gesagt, zweite Hand, echte 124.000 Kilometer. Jetzt gehen wir mal zum Motor und zum Getriebe, was wir aktuell haben. So, hier haben wir also den Motor. R6 4B ist ein 4,2 Liter V8 Biturbo. Ja, das sind die allerersten R6 Modelle. So, an dem Motor ist gemacht worden, es sind bei 100.000 Kilometern, also vor gut 25.000 Kilometern, war der Motor auf. Es sind verstärkte Pleuel reingekommen. Es sind dickere Kopfdichtungen reingekommen, um die Verdichtung zu reduzieren. Und dann wurde der Motor zusammengebaut. Also das heißt, Zahnriemen und so ist natürlich auch neu gekommen. Also Zahnriemen, alles Mögliche bei dem Motor, 24.000 irgendwas Kilometer alt. So, der Motor steht hier so. Der wird auch so eingebaut oder würde ich jetzt so einbauen. Dazu haben wir hier ein frisch überholtes, unverstärktes Automatikgetriebe. Das können wir so wieder anflanschen, auch ein verstärkter Wandler drin, so dass dieses Getriebe also auch verstärkt worden ist und komplett neu überholt. Das heißt, wir haben Motor frisch, wir haben Getriebe frisch. Das dritte, was wir dann gemacht haben, wir haben die Turbolader, die haben wir hier liegen. Die Turbolader sind von TTH frisch überholt und vergrößert worden. Die Turbolader sollen in der Lage sein, für 750 PS Luftmasse zu schieben. Ja,
das glaube ich nicht, dass wir das mit den Ladern schaffen und möchte ich dem Motor und dem Automatikgetriebe auch gar nicht zumuten. Das heißt, diese Lader kommen in diesen Motor rein. Wenn das Auto ein Automatikauto bleibt, wird die Leistung irgendwo bei 650 PS und 900 Newtonmeter eingeregelt werden. So möchte ich das Auto verkaufen. Warum ich nicht glaube, dass die Lader deutlich mehr Leistung oben raus schaffen werden, liegt nicht an den Ladern, sondern liegt an der Krümmerkonstruktion beim R6, die mir überhaupt nicht gefällt. So, was mir an diesen Krümmern nicht gefällt, ist, ihr seht, wie dünn die Krümmer hier oben sind. Das heißt, wir wollen mit dem Auto, die Lader können 750 PS, also müssen natürlich nicht 750 PS pro Seite, sondern hierdurch müssen 375 PS. Und das ist schon relativ dünn. Also bei diesem Konzept, wenn wir mit diesen Ladern fahren, sehe ich die Krümmer als Schwachstelle. Es macht aber für mich keinen Sinn, wenn ich das Auto nur verkaufen möchte und noch keinen Interessenten habe, hier vor andere Krümmer zu verbauen. Zumal es erstmal so keine gibt, sondern die muss man sich bauen lassen. Aber da hätte ich eine Adresse für. So, und dann sitzt der Turbolader nämlich hier so dran. Dann könnt ihr euch das mal ein bisschen vorstellen, wie das in etwa aussieht. So sitzen die Lader mit Krümmer. Viel größer dürften die Lader auch nicht sein, weil das Automatikgetriebe ja sehr groß ist. Wenn wir dieses ganze System jetzt auf ein Schaltgetriebe umbauen würden, ist das Schaltgetriebe hier in diesem Bereich deutlich schmaler, sodass man mit Krümmern und richtig großen Ladern arbeiten könnte. Das wäre natürlich auch eine Option, wenn jemand noch mehr Leistung fahren wollen würde als Schalter, könnte man richtig große Lader fahren bei den Autos. Hätte, könnte. Alles nur interessant, wenn jemand das Projekt übernehmen möchte und seine Wünsche äußert, was wir da gemeinsam machen könnten. Wir würden das Projekt betreuen und haben auch die richtigen Anlaufstellen für die Teile und wo wir wie was machen. Wir machen sowieso die Software dran. Aber das alles nur, wenn sich ein Käufer für das Projekt findet. Hat keiner Interesse dran, wird das Auto, wie gesagt, als Automatik mit den TTH 750 Ladern Turbotechnik Hamburg zusammengebaut, abgestimmt und verkauft. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir können ein paar Bilder einblenden. Das Auto steht jetzt relativ dreckig in der Halle. Ich hatte jetzt auch keine Lust, das extra zu waschen für ein paar Bilder. Da werden wir ein paar alte Bilder nehmen, wo das Auto sauber ist. Die werden wir mal am Ende ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr so ein bisschen seht, wie das Auto in der Sonne mit der Folie aussieht und draußen steht. Wie gesagt, der Motor bei 100.000 sowieso schon frisch gemacht worden. Das Auto ist jetzt keine 125.000 Kilometer gelaufen, Lader ganz frisch überholt, Automatikgetriebe ganz frisch überholt und verstärkt. Verstärkter Wandler, Pleuel sind drin, Verdichtungsreduzierung, also alles das, was man braucht. Wagner Ladeluftkühler, logisch, was sonst. Downpipes sind gemacht, alles das, was man eigentlich braucht. Ladunganzeige im Kombi-Instrument zusätzlich verbaut, ein paar schöne Spielereien, neueres Navi, top, tipptopp gepflegt das Auto. Ja, das war's eigentlich. Also, wer Interesse hat, RS6 auf Schalter umbauen zu lassen, bei diesem Auto, das Projekt könnt ihr kaufen. Das ganze Auto könnt ihr ja kaufen, als Schalter, als Automatik, wie auch immer. Schreibt mich an und ansonsten wird das Auto die Tage zusammengebaut. Dann seht ihr sowieso noch mal ein Video, da machen wir ein bisschen was dazu. Ansonsten abonnieren, teilen, liken und so weiter. Freut mich, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Kriegt da sehr viel positives Feedback. Danke dafür und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!